Schnell noch die Badeschlappen an und zack ist sie komplett. Die Sommerkollektion für das Jahr 2019, die Karl Lagerfeld vor ein paar Tagen vor aufwendiger Südseekulisse mitten in Paris präsentiert. In Mannheim ist Modeschülerin Jacqueline von so einer Show noch weit entfernt. Sie ist noch am Anfang ihrer Karriere und versucht sich heute an einem neuen Outfit. Das ist jetzt nur ein Scribble, also so eine Vorzeichnung. Die zeichnen wir dann meistens auf so eine Figurine. Genau. Und also hier habe ich jetzt unten drunter ein Kleid mit einer schwarzen Linie, weil das Thema war minimalistisch. Seit knapp 3 Jahren lernt die 23-jährige Nürnbergerin in der Quadratestadt, wie aus einer Idee ein fertiges Kleidungsstück wird. Ein langer Prozess, der ganz schön knifflig sein kann. Denn die jungen Modedesigner müssen in ihrer Ausbildung aktuelle Trends in der schnelllebigen Fashionwelt aufspüren. Die Inspiration fast grenzenlos. Alles, was mit Form zu tun hat, mit Farbe zu tun hat, mit Gestaltung, mit Atmosphäre, kulturelle Einflüsse, soziale Einflüsse übers Internet, Fachmessen, dann aber auch einfach rausgehen in die Fußgängerzonen, in die Läden rein, die Leute beobachten. Inzwischen hat Jacqueline ihren Entwurf auf den Computer übertragen. Nur so kann sie ein Muster erstellen, mit der sie die Stoffe zuschneiden kann. Ihr Outfit besteht aus gleich 3 Teilen. Kleid, Hose und ein Cape, das sie vor Herausforderungen stellt. Hier muss genau darauf geachtet werden, dass Vorderteil und Rückteil die gleiche Länge haben. Also am besten nochmal alles abmessen, weil nicht, dass man dann beim Nähen das Problem hat, dass es nicht zusammenpasst. Schließlich soll das Outfit am Ende genau so aussehen wie auf der Zeichnung. Erst dann setzt sich Jacqueline an die Nähmaschine und näht alle Stoffteile zusammen. Am Ende sollen die Outfits der Modeschüler vor allem eins nicht sein: langweilig. Und das aus vielen Gründen. Mode ist für mich ein Mittel, um seine Persönlichkeit auszudrücken und auch in gewisser Weise sich vielleicht von der Masse abzugrenzen. Ich möchte gerne mal was Eigenes machen, ein eigenes Label, und möchte gerne auch in der Modeindustrie was ändern. Also möchte gerne für faire Mode werben auch. Doch wie sehen die Outfits in diesem Herbst eigentlich aus? RTL-Fashion-Experte Guido Maria Kretschmer verrät, Muster sind im Trend. Alles, was so ein bisschen Bohemian-Style ist, was ja auch viele sehen, diese Blütenkleider, die ein bisschen umschmeicheln, wo es dann gar nicht mehr so darauf ankommt, 34, 36 oder 44 zu sein. Also diese Kombination, es ist sicher ein Manteltrend da, der Mantel ist zurück, viel Stoff endlich wieder. Ich bin ja großer Fan, viele Designer lieben Mäntel sehr, weil man mit sozusagen mit einer Stofffläche einen schönen Schnitt erzählen kann. Na, da ist Jacqueline mit ihrer Cape-Kleid-Kombination doch voll im Trend. Nach fast 40 Stunden Arbeit ist ihr Outfit endlich fertig und kommt bei Model und auch bei Schulleiter Kera an. Ich bin jetzt sehr stolz, vor allem passt es dem Model auch sehr gut. Und also ich denke, es kann sich auch sehen lassen, es kann auch vielseitig getragen werden. Also man kann zum Beispiel nur das Cape auch tragen oder nur die Hose. Wenn Jacqueline ihre Ausbildung abgeschlossen hat, möchte sie als Designerin zu einem Label gehen. Wohin genau, will sie bald mit einem Praktikum herausfinden. Und vielleicht sind ihre Outfits irgendwann mal dann auch in Paris oder Mailand zu sehen.